Willkommen zu einer weiteren Folge von Mühlenland Mittelkreis, also Mühlenkreis Mittelland, so rum. Auf dem Bauernhof von Patrick, Folge 55. Und auf jeden Fall werden wir heute hingehen. Schon mal die Baumstümpfe weg machen. Dann muss ich mal kurz gucken, wo haben wir die Maschine denn? Ach, Forst. Das kostet jetzt auch Gott sei Dank nur 5000, die Maschine. Die können wir uns locker leisten. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich jetzt, wo ich ja schon mal angefangen habe, die Bäume am Feld 9 wegzumachen, hatte ich vorgehabt, eine Obstplantage zu errichten. Das heißt, ich habe als die erzielt platzierbare Bäume, wo ich dann verschiedene Obstsorten habe. Birnen, wenn mich jetzt nicht alles täusche, Pfirsich, Apfel und die werden wir dann halt eben holen. Oh, nee. Das geht leider mit der Maschine nicht. Ja, ich werde auch die Maschine hier verkaufen. Weil das bringt mir einfach hier mit der nichts. Dann habe ich wieder ein bisschen Kohle. So. Dann nehmen wir den kleinen John Deere. Der reicht ja vollkommen aus für die Arbeit. Und auf jeden Fall wollte ich jetzt dann erstmal die Baumstämme da weggemacht haben, dass wir dort weiter arbeiten können. Und die Feldarbeit, die lasse ich dann erstmal jetzt liegen. Normalerweise ist es ja nicht üblich, die Feldarbeit liegen zu lassen. Aber durch die Obstbäume, da kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld mehr rein. Und da habe ich mir halt eben überlegt, dass ich das als erstes jetzt machen möchte. Mit die Obstbäume. Dann passt das auch. Oh. Dann fahren wir mal dahin jetzt. Dann können wir ja dann ein paar Bäume wieder fällen und die dann wieder verkaufen. Dann können wir dann auch wieder ein bisschen Geld. Aber den ersten. Ah, da. Falls mal hier ein PKW vorbeikommt.
Natürlich machen wir ja dann auch die Gebüsche weg hier. Auf dem Weg. Aber dann ist das ja schon mal zum größtenteils erledigt. So, wo haben wir denn hier noch? So, dann war's das erstmal. So, dann nehmen wir jetzt unseren John Deere wieder mit. Dann stehen wir mal zu lange hier ab. Dann befüllen wir aber erstmal jetzt hier den Anhänger hinten für die Streumaschine. Klappen wir mal eben auf. Drehen wir mal eben kurz ein Stück. Genau. Das wollte ich auch noch gemacht haben. Nee, falsche Taste. Den Quatsch, ja, der kann auch weg. Weil damit kann ich nichts heben. Weil der kippt über. Und ein Gewicht dran heben kann ich da auch nicht. Ein Gewicht dran machen. Hintern. So, weil wenn ich die Maschine voll habe, dann ist das auch schon mal erledigt. Und dann brauche ich mich darum auch nicht mehr zu kümmern.
So, ich habe jetzt mal heute mal den ganzen Tag mal im Internet nachgeschaut und habe da nichts gefunden. Was ein Biobauernhof einsetzen darf und was nicht. Ich weiß nur, dass sie kein Pflanzenschutzmittel einsetzen dürfen. Das weiß ich. Aber ich weiß halt einfach jetzt nicht, wie es aussieht mit Flüssigdünger und Kalk. Deswegen kann ich jetzt hier meinen Bauernhof zum Beispiel nicht anpreisen, der erste Biobauernhof, weil ich das leider nicht weiß. Deswegen ist es eigentlich sehr schade. Weil ich hätte gerne meinen Bauernhof als Bio-Bauernhof bezeichnet, aber da ich das leider nicht weiß, und ich weiß auch, ich kenne jetzt auch ehrlich gesagt niemanden in der näheren Umgebung bei mir, der einen Bauernhof hat, außer mein Bruder, aber der hat kaum Zeit. Und wenn ich den jetzt da zum Beispiel nachfrage, dann würde ich mit denen nur Ärger bekommen. Und das will ich jetzt ja auch nicht. Aber ich kann ja mal im Internet nachgucken. Vielleicht finde ich ja einen Bauernhof, wo ich meine E-Mail hinschreiben kann. So ein Bio-Bauernhof. Vielleicht kann der mir ja dann mal weiterhelfen. So, dann ist das hier nicht auch mal weg. Legen wir das wieder ab. So, dann brauche ich jetzt als allererstes den großen John Deere. Den haben wir hier auf dem Hof stehen. So, mit dem fahre ich dann erstmal zu Feld 70. Da ist das hier, wo die ganzen Kühe sind. Weil wir brauchen jetzt den Anhänger, der hier steht. Dazu fahren wir jetzt hier rückwärts rein. So. Dann stellen wir den mal hier oben ab. Dann schnappen wir unsere geliebte Kettensäge. Dann fangen wir mal weiter an, Bäume zu schneiden.
Baum fällt. So. So, dann nehmen wir jetzt unseren John Deere. Stimmt, ich hatte hier noch was angebaut gehabt. Das steht jetzt natürlich hier. Das packen wir mal zu lange an der Seite, bevor das verschwindet. So. Ja, ne? Hat doch hier was abgeschnitten gehabt.
So, dann wieder in unseren John Deere. So. Einmal der Ast. Dann machen wir hier dasselbe Spielchen. Einmal den Ast ab. Natürlich schön auf den John Deere drauf. Den schieben wir mal jetzt auf dem Feld, da ich den da ordentlich klein schneiden kann. Ich bin auch überlegen. Normalerweise hätte ich jetzt eigentlich so viel Geld, dass ich mir so einen richtigen Anhänger für Holztransport leisten könnte.
Wenn mich jetzt nicht alles täusche. Aber. Aber das werde ich nicht machen. Ich werde mir mal gucken, wegen noch so ein Feld. Vielleicht kann ich mir ja von das Geld, was ich ja jetzt habe, mit hier 86.000 noch so ein kleines Feld kaufen. Wo ich Wiese drauf pflanzen kann. Oder von mir aus Raps. Ja, wir können ja mal gucken. Also, Verfügung habe ich 86.000. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht warte ich da nochmal 24 Stunden ab. Weil ich wollte ja eigentlich mir das Feld gekauft haben. Für knapp 700.000 Euro. Und dann darauf Wiese pflanzen. Dass ich genug für die BGA habe. Aber das wäre wohl ein bisschen zu übertrieben. Für das Geld Wiese zu pflanzen. Und daher
Ja, ich werde jetzt hier auch das Spiel wieder aufhören zu spielen. Ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen schlafen legen. Und dann sage ich mal bis morgen in aller Frische.